Aber wie mag ich jetzt die zwei da zusammen, damit da kein Wasser nicht einläuft? Jetzt sage ich mal eine wenig aufwendigere Art und dann noch eine einfachere Art. Das sind jetzt zwei Ausführungen, die wo man wunderbar für eine Balkonabdeckung hernehmen kann. Beide sind wasserdicht, auch die mit inklusive den Stoßverbinder oder mit der Silikonschnur innen drinnen. So, grüß dich, ich bin's wieder, Enker Spangler Franz. Ich möchte kein Zorn, wie man so ein Balkonbrett oder eine kleine Mauerabdeckung, wie man die vergleicht. Also das war jetzt so also das typische Balkonbrett. Und da gehört jetzt ein Blech drauf, dass das nicht der Fall ist. Und das Blech schaut dann in der Regel ja so aus. Ich habe mir da schon zwei Muster gemacht. Und in einem letzten Video habe ich gezeigt, wie man zum Beispiel am Ohrgang das zusammen macht. Das tut man da einfach nur die Ecken wegzwicken und dann kann man das da übereinander stellen. Das ist jetzt im Nachteil am Balkon, man kann sich da schneiden. Jetzt zeige ich andere Möglichkeiten. Das könnt ihr euch in dem einen Video da anschauen. Und jetzt zeige ich noch andere Möglichkeiten. Also, wir haben jetzt die zwei Teile schon hergekriegt. Die passen jetzt so auf das Balkonbrett genau auf. Ein bisschen Luft, damit man es ein wenig rühren kann. Aber wie mag ich jetzt die zwei da zusammen, damit da kein Wasser nicht einläuft? Jetzt sage ich einmal eine wenig aufwendigere Art und dann noch eine einfachere Art. Und zwar mag ich die mit einem Stoßverbinder zusammen. Hört sich jetzt komplizierter, ist es aber nicht. Ich reiße mir jetzt da einmal einen Meterstabbrett an. Jetzt wickelt man das so aus. Und bringen wir das mit einer Deckzange. Wer mit Blech arbeitet, soll sich so eine Deckzange im Internet kaufen. Hat gar nicht so teuer. Beuge ich jetzt quasi da so zurück. Dasselbe mache ich mit dem zweiten Teil. Dann schaut jetzt das so aus. Und jetzt machen wir einen Stoßverbinder drüber. Das muss ich mal ausmessen, wie breit das sein muss. In dem Fall mag ich einen 3,8. Also brauche ich einen Streifen mit 6 cm.
So, dann haben wir uns einen Streifen hergerichtet. Der ist da ein Punkt und da ein Punkt. Und den kann ich jetzt dann da, wenn ich richtig gearbeitet habe, einfach so drüber schalten. Jetzt kann ich noch, wenn ich es drauf anlege, da noch mit einem Hafter setzen und niederfalten. Also ein Hafter, da habe ich jetzt einfach ein kleines Restall. Also ein Hafter schaut jetzt im Prinzip so aus. Den kann ich da her machen. Und kann er da nieder machen. Dann halt das Blechschau. Dann schreibe ich den drüber. Ja, ich glaube, die machen uns sogar fest. Ich mache mir das sogar fest. Wieder so einen kleinen Dachpappnagel. Und schon ist das Licht befestigt. Dann schreibe ich das da drüber. Schaut das einmal so aus. Dann klopfe ich das an. Ich kann es auch mit einem Stück Holz. Dann liegt das schon mal schöner. Jetzt brauche ich es da. Mit der Deckzange. Dann kann ich das so rüber. Und kann das da runden. So umbringen. Schaut das auch schon so aus. Dasselbe mache ich jetzt auf der Seite. Schneide ihm einen Überstand weg.
Und ich habe einen wunderbaren Stoßverbinder. Jetzt kann ich ihm natürlich drunter einen Dachpappstreifen unter die zwei Bleche noch einlegen, das habe ich jetzt vergessen. Ich kann auch ohne das Blech einlegen, aber in dem Fall für so eine Balkonabdeckung braucht es nicht. Für Mauerabdeckung ja. Da legt man quasi, muss ich Ihnen gerne noch zeigen. Wenn jetzt der Stolz quasi da dicht sein müsste, ganz dicht, ich würde mir da nur so ein Blech her, schalte das da unten rein und das einer drüber und dann ist das wasserdicht. So war es dann ganz genau. Habe ich jetzt in dem Fall vergessen, sonst hätte ich es da auch gleich gemacht. Aber muss nicht unbedingt sein. Dann habe ich noch die Möglichkeit, eine einfache Art. Ich kann, haben wir das ein Zergericht, da habe ich einen Zentimeter Umbogen, bevor ich das abgekannt habe. Habe ich einfach da schon einen Zentimeter Umbogen. Haben da beim Bohren ein bisschen kleiner gemacht, dass man der ganze Blechstreif ein bisschen weiter wird. Man sieht jetzt, der geht jetzt da drüber. Jetzt kann ich wieder dieselbe Art machen. Ich muss einmal anzeichnen. Und zwicke ihm da wieder das Eck weg. Weil dann kann ich nämlich das jetzt da wieder drüber schön. Und schon habe ich da auch eine saubere Verbindung. Wenn ich die Verbindung, die ist jetzt nicht wasserdicht, wenn ich jetzt die dicht haben möchte, dann gehe ich her und tue da am Rand eine kleine, ganz eine feine Silikonschnur. Über die Ecken ein wenig drüber. Und schalte das dann vorsichtig drüber. Ich kann es auch, wenn ich kein Silikon verwenden möchte, wieder auf die Art machen. Den Verbinder da rein. Und so drüber. Das waren jetzt die typischen Balkonabdeckung-Montagen. Das sind jetzt zwei Ausführungen, die wo man wunderbar für eine Balkonabdeckung hernehmen kann. Beide sind wasserdicht, AD, mit inklusive den Stoßverbinder oder mit der Silikonschnur innen drinnen. Dann ist die auch wasserdicht. Die ist auch wasserdicht. Was heißt wasserdicht? Dass ja kein Wasser nicht einläuft.
wasserdicht ist er anderen durch ein Jahr. Und auch nicht gegen Spitzwasser. aber das sind halt optisch die schöneren Arten, weil man kann sich da nicht verletzen. Man hat da keine Kanten. Auch da rund nicht. Das macht schon etwas her. Das, wenn ich den Torker nur mit den Eck wegschneiden und überlappen, ist ein wenig fein. Für Ortgangliche, die wo so eine Neigung haben, wunderbar. Es kommt kein Mensch auf, der wo sich da irgendwie wehtun kann. Einwandfrei. Aber für Balkonbleche bevorzuge die feinere Art. Weil das zeigt nicht gar keiner. Das zeigt nicht nur der Spanierfranz. Abonniert mich, gebt mir ein Like. Bis zum nächsten Video.